Willst du tanzen mit mir? Ich kann noch nicht. Komm schon! Tanzen. Ich sage dir, wie man tanzt. Ich habe erst angefangen. Du hast erst angefangen. Komm sie. Ganz langsam, okay? Ganz langsam. Hola, muchacha. Du bist nicht so gut, hä? Noch nicht so. Komm schon, drei Viertel. Okay. Das geht schon. Komm schon. Hold. Und fünffache. Sehr gut, sehr gut. Machst du gut. Sehr gut. Dankeschön, war doch gut, oder? Spaß gemacht. Sehr schön. Hallöchen, herzlich willkommen bei Salsa Home. Hallo ihr Lieben. Heute mit dem Thema, wie tanze ich mit einer blutigen Anfängerin? Genau, ja? Ein sehr wichtiges Thema. Das bedeutet, die Frau kann gerade mal so den Basic und vielleicht von mir aus eine Rechtsdrehung und ein Crossbody-Lead. Das ist ja das, was man so in den ersten viermal Salsa tanzen, also ersten vier Kursen, lernt man das so eigentlich kennen. Genau, das bedeutet aber nicht, dass man das jetzt schon total in die Muskeln übernommen hat und das einfach läuft. Man weiß theoretisch, wie es funktioniert, aber es ist total unsicher. Und darum geht es heute. Aus der Erfahrung heraus kann ich nur sagen, dass eine Frau, die bereits vielleicht schon gesehen hat, wie der Mann tanzt, dass eine Frau dadurch noch mehr Unsicherheit hat, ja, also sprich, die sieht da einen Profi und ja, ihre ist total eingeschüchtert und ist dadurch noch mehr nervös. Wenn du nervös bist, als Resultat hörst du die Musik auch nicht so gut raus. Das ist das Problem. Daher, wenn der Mann die höflich bittet und am günstigsten Fall wäre es dann, wenn die Musik natürlich auch etwas langsamer ist, ja, gebe ich der Frau Zeit, das habt ihr auch ganz toll gesehen, erstmal den Takt zu hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade als Anfänger hat man auch so ein bisschen Probleme mit Distanz. Also fange ich meistens immer ganz klassisch an. Und wenn ich merke, dass die Frau den Takt nicht ganz raushört, gebe ich ihr nochmal hier. Hier habe ich noch mehr Connection. Ja, das heißt, ich kann sie ja noch ein bisschen zu mir drücken. Und mehr Impulse geben, sagen wir es mal so. Nicht zu mir drücken, aber mehr Impulse geben. Das heißt, ich gebe dir Impuls hier. Das ist deine 1. Ja? Dadurch, dass sie jetzt mehr Connection zu mir hat, bringe ich sie ganz langsam zur Musik. Und gucke, ob das ausreicht. Ja? Ich versuche sie quasi stimmig zu machen mit der Musik. Ja? Dass sie das hört. Ich achte auf sie. Ich achte auf ihr Gesicht. Ja? Meistens, wenn die überlegen, geht es nach rechts oder nach links oben. Und ja, die versuchen die Musik quasi rauszuhören. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das gemacht ist, das dauert ein bisschen, dann lasse ich dann gewöhnlicherweise wieder los
Und ich versuche quasi als zweiten Schritt das Level zu steigern. Und versuche dann ganz ruhig eine Rechtsdrehung. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, mache ich dennoch mal, versuche ich es noch einmal nach rechts drehen. Okay? Und dann, was meistens automatisch sehr, sehr gut klappt, obwohl die Leute das nicht mal im Anfängerkurs lernen, ist dieser, ja, dieser Open Break, nämlich 1, 2, 3, 5, 6, 7, ich lasse los. Die Frau macht das ja automatisch, die 1. Und dann merkt sie, dass ich zur Seite gehe. Und spätestens beim zweiten Mal, also das ist wirklich 90%, ist das für Anfänger ganz, ganz einfach. Ja? Und dann geht's weiter. Und der nächste Schritt wäre jetzt in dem Falle ein Crossbody Lead. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Wenn sie das nicht kann, möchte ich es auch gar nicht, vielleicht wiederhole ich es nochmal, um zu gucken, ob es wirklich nicht klappt. Aber dennoch versuche ich sie nicht zu überfordern. Okay? Und damit erreiche ich, dass dieser Tanz harmonisch ist. Die Frau sich quasi wohlfühlt, ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, die Frau kann sich quasi, wie soll man sagen, ja, sie... Ja, man kann sich eben entspannen und genau. Kann so, verliert diesen Druck, weil man immer Angst hat, dass man nicht gut genug ist. Und wenn man sich wirklich sicher fühlt, dann kann man die Tanz besser genießen und dann hat man auch wirklich Spaß. Und nur darauf kommt es an, dass es zwischenmenschlich sozusagen schön ist. Genau. Und das führt natürlich wieder zum harmonischen Tanzen und die Frau sieht dabei gut aus. Ja? Es gibt dennoch Männer, die es nicht schaffen, ihren Ego zurückzuschrauben. Ja? Ganz im Gegenteil, sehen, dass die Frau eine Anfängerin ist und versuchen dann als Macho natürlich alles rauszuhauen, was die Frau nicht kann. Und das wollen wir natürlich nicht, weil A, klar, der Tanz dann scheiße aussieht und B, die Frau nicht mehr mit dir tanzen möchte. Logischerweise. Ja? Also, wir wollen als Prinz die Prinzessin gut dastehen lassen und demzufolge, oder hier ganz wichtig, mein Tanzlevel steigern. Ja, und das war's. Also, auch ich habe dann auch mehr Spaß beim Tanzen, ja, wenn ich sehe, dass die Frau mehr Spaß hat und beide sind zufrieden. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, sind sozusagen die drei wichtigsten Punkte für uns einmal Sicherheit natürlich grundsätzlich für den ganzen Tanz, dann dass man langsam anfängt, die Frau zum Takt hinführt und man das Niveau langsam steigert, um zu gucken, was kann sie eigentlich schon und dann kann man natürlich auch mehr machen, gar keine Frage. Ja. Und dass man ganz, ganz wichtig sein Ego zurückschraubt und versucht sozusagen auf dem gleichen Level zu tanzen, damit es eben harmonisch ist und damit die Frau sich wohlfühlt und nicht wie eine Idiotin. Damit man dann vielleicht auch irgendwann nochmal tanzt und beide einfach Spaß haben. Yes. Genau. Also, an alle Anfänger, habt viel Spaß, genießt den Tanz. Ja, wenn ihr Fehler macht, alle Prinz. Machen Fehler, also. Genau. Gar nicht schlimm. Und genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, macht's gut, ihr Lieben.